Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem Untergang Spartas. Wir spielen Makedonien. Und letzte Runde habe ich versprochen, dass ich mal ein bisschen auf den Untergang Spartas zu sprechen komme, weil sich das auch gewünscht wurde und ich das eben auf das Let's Play von Makedonien eben aufheben wollte. Und genau, wie ist Sparta untergegangen? Untergegangen ist Sparta relativ ja, leise. Also zu meiner Verteidigung, ich habe ziemlich viel recherchiert und eigentlich jede Quelle hat was anderes gesagt. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Version ihr kennt. Oder ob ihr die gleiche Version kennt wie ich. Und auf Wikipedia steht auch was Interessantes. Da stimmen ein paar Sachen überein mit dem, was ich herausgefunden habe. Ich habe verschiedenste Antikbücher über Schlachten und so weiter. Wenn ihr da mal Tipps haben wollt, kann ich euch sehr gerne Bücher empfehlen. Genau, aber jetzt zu Sparta. Und zwar, Persien hat ja Griechenland erobert. Und genau, also die berühmte Sparta gegen Persien und so weiter. 300 Sparta, die eigentlich mehr waren und so weiter. Also die Geschichte kennt ihr alle. Und genau, Persien hat da ja gewonnen und hat Griechenland erobert. Und genau, Sparta hat als einziges Land oder als einziger Staat erhebliche Geldbeträge oder Goldbeträge an den persischen König gezahlt und konnte dadurch ihre Machtstellung behalten. Und das ging so lange gut, bis die anderen griechischen Staaten wieder an die Macht kamen. Und das war, warte, lass mich kurz sprechen. Bicken. Das war, wo habe ich es jetzt hingeschrieben? Oh. Genau, das war 375 vor Christus, ist Griechenland wieder zur Macht gekommen, hat quasi Persien wieder rausgeschmissen. Die sind mehr oder weniger freiwillig auf ihre Asienhälfte da zurückgetuckert. Und genau, Sparta fand es nicht so gut, dass, die anderen jetzt wieder an die Macht kommen. Und hat dann ihre letzte Schlacht geschlagen. Und zwar wollten sie, also ja, ihr wisst alle, dass Sparta relativ kriegerisch unterwegs war, aber die konnten nie hundertprozentig ihre vollste Stärke an Soldaten aufbringen, weil sie so viele Sklaven hatten. Und die Sklaven waren so unterdrückt und nicht sehr happy, dass sie es, dass die Spartaner sehr viele Wachen und Soldaten abstellen mussten, die Sklaven eben. Genau, eben unterdrücken mussten. Und bei der Schlacht wollten die Spartaner gegen die thebanischen Truppen zu Felde ziehen und haben verloren. Warum haben sie verloren? Das ist ganz interessant, weil Sparta ging bis dahin als als legendäre Krieger und das, ja, es war wirklich interessant, weil die hatten ihre Phalanxen, die hatten
perfekte Krieger, aber was hatten die anderen? Die anderen hatten eine Kavallerie. Und die anderen hatten eine mobile Streitkraft. Und Phalanxen sind, also Mobilität ist die Achillesferse von einer Phalanx. Und die Spartaner haben, ja, die waren so auf ihrer Erfolgsphilosophie von dem Persischen Krieg also die waren so überzeugt von sich selbst, dass sie ihre Strategie nicht angepasst haben. Und das war eben tödlich. Das Problem war bei den Perserkriegen, die haben angefangen, ihre eigene Propaganda zu glauben. Und zwar aus der Propaganda von den von den Spartanern ging nämlich zum Beispiel der Film 300 aus. Es hieß, die Spartaner und ein bisschen paar andere Griechen haben diese Millionen von Soldaten platt gemacht. Das hat nur zum Teil gestimmt. Also die Spartaner waren, also da teilen sich auch die Meinungen, aber Professoren meinen, dass es um die 1000 Spartaner waren und circa dazu noch 3000 andere griechischen Stadtstaaten, also Soldaten von denen. Und die haben eben eine Mauer gebaut, also eine wirkliche Mauer aus Stein und also. Und genau, und die Propaganda von den Spartanern war eben, dass sie eben die Mauer aus ihren Schilden gebaut hat. Also keine Festung, sondern wirklich aus ihren Schilden und eben mit der Phalanx die ganzen Leute abgehalten. Und nur die Spartaner waren es, so ungefähr. Und genau, das ist ein bisschen verschönert und Propaganda. Und die haben angefangen, selbst dran zu glauben. Und das war ihr Untergang. Genau, die Thebaner haben aber, also nachdem sie Sparta besiegt haben, die haben nie geschafft, wie soll ich sagen, die Rolle von Sparta konnten die nie ja, ausfüllen oder in ihre Rolle schlüpfen. Weil kurz darauf kam Makedonien und Philipp II. Hat die Theben, genau, hat die besiegt und kurz darauf kam Alexander der Große. Genau, und so schließt sich der Kreis. Jetzt kommt mir gerade, ich hätte eigentlich die Geschichte von Spartas Untergang. Also bei Spartas Untergang gibt es noch sehr viel. Mehr, also so in Richtung Politik und was weiß ich. Wenn euch das auch noch interessiert, kann ich darauf noch ein bisschen mehr, Entschuldigung, eingehen. Genau, so viel aber erstmal dazu. Nimm, 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 nimm. Ah, genau, habe ich den gerade eingenommen? Habe ich noch nicht weiter gemacht? Okay, da mache ich jetzt, oder? Ach, ich kann noch einen Erlass. Ah, warte, 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 warte. Ach, genau. Ja, cool. Dann mache ich, ups, hier mache ich Panem. Wo bist du, Panem? Panem, Panem. Palem, Palem. Wer kennt das? Warte. Entweder Palem, Palem oder Steuererlass. Also gerade ist Palem, Palem besser. Panem et Circenses. So, super. So, jetzt habe ich ja viel gelabert, jetzt muss ich was trinken. Ha, super. Das Krasse war aber auch bei Alexander, dass ich habe ja auch erzählt, dass als Philipp II. Ermordet wurde, war Alexander gerade mit
Will der nochmal eins auf die Mütze bekommen? Ja, aber Alexander. War Alexander gerade mit dem Barbaren beschäftigt? Und der hat die Stadt, die revoltiert hat und seine makedonischen Krieger rausgeschmissen hat, hat da dann niedergebrannt. Und das ist halt so eine Art von Alexander, dass er von dem Meister einen Stich lassen. Warte, Flotte Erlass erteilt, besorgte Bevölkerung. Ja, jetzt ist doch alles gut, ne? Fraktion angehen, Kolchis. Genau, dass Alexander immer sehr, ja, schon ziemlich aggressiv immer vorgegangen ist. Und, und ja, dadurch halt seine Feinde ziemlich, oh Gott, der hat das jetzt echt übernommen. Dieser Mistkacker. Ich rede gleich weiter, hoffe ich. Hinterhalten, Geschossschaden. Ja, unerbittlicher Eroberer, das passt auch, oder? Zu Alexander. Super. So. Warte, du gehst jetzt. Du haltst dich erstmal auf. Komm. So. Das war halt aber auch das Problem von Alexander, dass er. Ja, das, sobald er weg war, haben mehr oder weniger alle wieder revoltiert. Es sei denn, er hat dann ein Exempel statuiert und dann war erstmal alles ruhig. Aber ja, der war halt einfach ja, brutal. Kann man nichts anderes sagen. Also er war ein grandioser Stratege, das ohne Zweifel. Du holst dir das jetzt nicht, ne? Ich bin schon auf dem Weg. Ich find's immer so komisch, dass die ja immer dann wegfahren. Also, naja. Knapper Sieg. Ich mach das jetzt mal automatisch. Ich meine, mit einer Pikinier-Phalanx, das. Ja. Oh nein. Ah, Vermächtnis, okay. Das. Warte. Hier. Das ist meiner. So. Pizetaroi. Schildräder. Schildträger. Königliche. Eine schwere Elite-Pikiniere. Diese schweren Elite-Pikiniere sind diszipliniert, gut gerüstet, haben harte Gesichter und sind ein Schrecken für alle, die ihnen im Weg stehen. Ja, das mag wohl sein. Ich mache aber trotzdem die Kavallerie. Mein Kind. Super. Sehr schön. So, du gehst jetzt mal so hin. So. Entscheidender Sieg mit 83%. Okay. Das ist ja mal beautiful. Minus 3 Nahrung. Die brauchen wir hier nicht. Ja.
Schön. Sehr, sehr schön. So, dann schauen wir mal kurz. Oh, Speedy. So. Duse da. Du musst mal endlich heiraten. Was ist los mit dir? So, ich habe jetzt 91%. Das ist natürlich, ja, sonderbar. Warte, mit den Seleukiden bin ich im Krieg? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das da. Das ist ja interessant. Wieso mögen die mich nicht? Seleukiden. Da. Echt, mit dem bin ich im Krieg? Ja, da. Das ist ja heftig, ne? Warte, Karthago. Minus 10. 10. Ah, nee, aber die will ich ja jetzt erobern. Die sieht ja komisch aus. Adelia-Yay. Die Shield. Gut. Dann gehe ich mal mit denen Richtung oben. Dann wird man mich loben. Entschuldigung. Marktsiedlung, zivile oder Landwirtschaft. Warte, da muss ich mal. Ja. Aus seinen Quellen. Okay. Durch Anbau. Ich mach die zivile. Weil da gibt's nochmal. Oh, den habe ich fast vergessen. Was wollte ich hier machen? Ah, genau, Rodders. Ja, stimmt. Da habe ich ja die Waffending nicht gebraucht. Was brauche ich hier? Ja, Tagebau. Und du machst Schrein des Zeus, wo gehst du denn hin? Oh, okay. Du gehst. Oh, das ist aber gar nicht so ungut. Okay. Was passiert hier gerade? Nichts, gell? Okay. Dann mal weiter. Oh, noch nicht weiter. Alexandra. So, warte. Komm, dann mache ich nochmal Rauben. Und, warte mal, Ich habe noch keinen. Ich habe noch... Echt? Krass. Okay, das muss ich nächstes Mal sofort machen. Ich habe noch keinen Würdenträger. Das geht mal gar nicht. Das geht mal überhaupt nicht. Die sind voll wichtig und so. So. Ihr müsst auch immer schön trinken, ne? Das ist sehr, sehr gesund. So, Knossosai, was ist los, du altes Haus? Du hast hier noch eine Fullstack-Armee, was aber nicht hier. Das ist nicht sehr. Und jetzt bist du nach Rotters. Das ist doch vollkommen Banane von dir. So, jetzt habe ich Stadt. Ah, Pferdezüchter. Ja, Pferdekoppel. Und hier kommen die Pferde. Verstärkungsrate, das ist auch sehr schön. Bewegungsreichweite ist extrem wichtig. Geschossschaden. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff. Das dauert 11. Wie viele Runden habe ich denn noch? Meisterpferdezüchtung.
Wie viele Runden habe ich denn nochmal den Bonus? So, jetzt kommt der Agent. Was kannst du? Chance auf Agentenumsturz. Wohlstand durch Kultur, Forschungsrate. Wachstum, Verstärkung. Okay, das ist einer für eine Armee. Da ist die, die ich suche. Forschungsrate ist immer extrem wichtig, dass ihr die pusht, damit es schneller geht. Dreizack bekommt nichts, Alexander bekommt was. Und zwar das da. Du segelst jetzt mal raus. Du segelst jetzt mal mit. Und hier du bekommst, was bekommst du? Was bist du? Hellenistisch 100%. Ey, dann bekommst du mal was zu essen. So, Runde beenden. Weiter geht's. Es geht ja jetzt voll ratzfatzi. Jetzt nächste Runde werden wir auf jeden Fall Baktrien angreifen. Nee, schmalen Baktrien doch nicht. Ja, das Land halt, ne? Wie heißt das? Das sind doch nicht Baktrien, sondern boah. Galatien. Und die werden von Armenien angegriffen. Ach, das finde ich ja doof. Armenien, geh mal weg da. Und hier ist Kolchis und da ist Kolchis. Unzufriedene Bevölkerung. Wieso? Die geht's doch schon fast wieder gut. Wo ist hier die da? Da ist die da. Warte, du greifst mal hier an. Du greifst mal nochmal hier an. Wie? Und der ist weg. Hä? Wieso ist der dann weggefahren? Warte, wieso gewinnt der das? Der hat zwar viele, aber nee. Das will ich sehen, dass er das gewinnt. Das will ich sehen. Das gewinnt er nicht. Unmöglich. Eigentlich schon sehr gut möglich. Aber ich muss den eigentlich nur rammen. Ja, passt so. Übrigens mit Alt könnt ihr die Alternative Angriffsding machen. Also so ist es ohne Alt, so ist es mit Alt. Voll krass, ne? So, wenn alles gut läuft, ist die erste Reihe innerhalb von 3, 2, 1, ein paar Sekunden weg. Sehr Eines gut. unserer Schiffe wird geentert. Nein, wird's nicht. Wie, das ist weggekommen. Sehr gut. Bam. Das ist übrigens richtig heftig, wie schnell die professionellen Ruderer geworden sind. Das unterschätzt man volle Kanne. Eines unserer Schiffe wird geentert.
Unser General wird angegriffen. Sehr schön. Das ist doch easy going. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, passt. Krass, ich habe 4 getötet, aber trotzdem alle 4 getötet und 420 gekillt. Dieses scheiß Meer macht das ganze will die ganze Glorie abhaben, ne? Ist voll nervig. Genau. Ach, es wurde sich auch gewünscht, dass ich mal zeige, wie so ein Seegefecht geht, aber ja, habe ich ja gerade mehr oder weniger. Warte, wie viel haben die? Das ist eine Full-Stack-Armee. Ja. Dann hole ich mir hier mal alle. Und macht es automatisch. Sehr schön. So. Der da kann weg. Yep. Und die da kann weg. Yep. So. Sehr schön. Rammschaden. Blockadenbrecher. Bloß. Nee, gegen blockierende Flotten. Das brauche ich doch nicht. Nahkampfangriffe. Nahkampfschaden. Ich brauche Rammbonus. Okay, Zustand ist ganz gut. Das heißt, wie viel Leben die haben. Ja, komm, Schiffsverteidiger. Schiffe, Verteidiger. So, verteidigen, schöne Schiffe. So, jetzt machen die hier Blödsinn. Jetzt muss ich hier mal schauen. Oh nein, Entschuldigung. Warte, ich muss zuerst Armenien den Krieg erklären, ne? Wo bist du denn, Armenien? Armenien, da drüben. Ja, komm. Willkommen, willkommen. Setzt euch. Oh, jetzt habe ich plötzlich mehr. Oh. Jetzt habe ich hier die ganze Bandbreite als Gegner und die da sind jetzt auch meine Feinde. Das wird interessant. Ah, Alexander Stolz, das schafft ihr schon. Das schafft ihr schon. Das ist ja nicht so, als hätten die gute Soldaten. Alter, jetzt kommt. Jetzt kommen die. Okay. Jetzt kommen die Seleukiden. Okay, vielleicht soll ich dann doch nochmal zurückgehen. Und Alexander Stolz. Ja, wobei, also die einzig guten sind wirklich die beiden. Die da sind Schrott. Okay, die einzige gute Armee oder Einheit von mir ist, sind die da. Kommt mal hier hin, ihr. Kommt mal dahin. Hey. Ja, okay. Tja, dann werde ich mal verlieren hier. Also bei Pikinieren ist es eigentlich immer am besten, wenn die in der Viererreihe sind. Und da sind die am effektivsten. Just saying. Ja,
war, dann hoffe ich mal, dass die hübschen Kavalleristen wieder sehr blöd in die Phalanxen hier gehen. Stimmt, apropos Phalanxen. Warte, in die. Oh, süß. Die stelle ich mal hier hinten auf. Schöner Leuchtturm, ne? Da brennt sogar ein Feuerchen. Ein kleines Lagerfeuer. Krass. Sogar mit Steinchen drumrum. Damit die Steine drumrum, um die Steine, nicht anfangen zu brennen. Ist ja krass. Cool. Oh nee, oder? Vor allem jetzt meine tapferen Möps. Entschuldigung. Das klingt nur so dem. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber die haben ziemlich viel verloren. Krass, die sind hier voll durchgejumpt. Hier zum Beispiel an den roten Pfeilen sieht man zum Beispiel, wie die Fluglinie ist. Kennen die wirklich außenrum, oder? Komm schon. Weiter schießen, weiter schießen. Verdammt. Die kannst du nur weit schießen. Das ist mir unpraktisch. Sehr gut. Schon, jetzt macht die mal platt hier. Ihr seid Speerkämpfer, ihr seid Hopliten. Ihr macht die platt. Nichts leichter als das. Okay, jetzt mal kurz drauf achten, wenn die königliche Peltasten die Pikiniere angreifen. Weil die machen eine Salve und die Hälfte von den. Oder die macht hier eine Salve drauf? Okay, das dachte ich nicht. Alter. Die leben ja immer noch. Befehle? Schnell nachladen! Gib
schön in den Rücken rein. Oh, die haben auch Pioniere. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Oh, das passiert. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist so krass, Pikiniere, ne? Ja, ich hab's versucht. Unsere Gut. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Okay. Ja, naja. Wer ist von... Ja, okay. Knapp 100 hat der getötet. Meiner hat mehr. Haha. Aber war ja auch easy mit den Pferden, allein die Pferde. Das sind ja immer 60 Einheiten. Und ja, die macht da. Ja, die sind reingerannt und schon waren sie tot. Oh, genau. Und mit dieser entscheidenden Niederlage, würde ich sagen, machen wir. Also, ich warte noch ein bisschen. Machen wir das nächste Mal weiter. Ach Gott, ich hätte da echt warten müssen. Gut. Auf jeden Fall. Ja, das nächste Mal machen wir da weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.